bitte, werd nicht schon wieder Nacht, sonst... Na gut. So, wo bauen wir denn unser erstes Haus hin? Hier noch schon mal ein Wasserbecken, das... ist ja immer schön. Ich würde ja gerne so dieses Gatter hinmachen, weißt du, für die Tiere. Vielleicht könnten wir mal zubauen, damit es ein bisschen besser aussieht. So, haben wir schon wieder keine Erde mehr. Wieso habe ich das Holz hier reingelegt? Ah ja, was wir auch schon mal machen können. Die Setzlinge setzen. Wir brauchen auf jeden Fall Bäume. Und wo macht sich das besser als hier so? Und Knochenmehl könnte ich auch gleich mal machen. Brauchen wir sowieso immer wieder. Komm. So, dann du einmal und... Na. Und du noch. Na, der gefällt mir besser. Diese Kleinen hier, die kann ich mal nicht leiden. So, was machen wir da jetzt erstmal? Ich würde sagen, wir machen hier unser Haus hin, aber das müssen wir hier auf jeden Fall noch zubauen. Und dazu brauchen wir eine Schaufel. Mache ich gleich mal zwei. Und da traue ich mal hier oben die Spitze ab. Also die normale Erde abbauen hört es jetzt wenigstens an wie normale Erde, aber der Grasblock, da hört es ja noch nicht an. So, hier werden wir natürlich, ach, ich mache einfach hier den ganzen kleinen Hügel hier weg. Komm, stört doch eh keinen, weil wir wollen ja hier auch noch Tiergarten und alles hinmachen, wie gesagt. Und was ist das noch? So, das hier auch noch weg, das braucht ja kein Mensch. So, da tragen wir gleich mal hier den ganzen Berg ab in der ersten und zweiten Folge. Ich weiß gar nicht, wo sind wir jetzt? Zweite Folge ist es schon. Ach, da vorne ist er. Ja, schön, wenn jetzt mal Musik käme. Dann haben wir da nur noch die Eisenspitzhacke mit. Naja, wenigstens kriegen wir Koppels und Schaufel noch. So, aber für diese Fläche mache ich dann auf jeden Fall eine Steinspitzhacke, weil ich will die Eisenspitzhacke nicht verplempern. Zumindest nicht für sowas, für solche Abtragungsarbeiten. Das dauert mir alles noch ein bisschen zu lange. Vielleicht hätten wir auch gleich eine Eisenschaufel machen können oder so.
So, jetzt auf jeden Fall erstmal ins Bett. Wo ist jetzt die Sonne eigentlich? Hallo? Ach, da hinten, die geht schon wieder unter. Gut, da könnte man noch warten jetzt. Da müssen wir noch nicht Wade machen. So, machen wir mal so hier. Eine reicht, glaube ich. Und nehmen wir nochmal das Holz mit, bevor es dunkel wird. Komm, wollen wir wenigstens noch die Zeit nutzen. Das Holz hört sich an, als ob ich zwei Holzblöcke nebeneinander abbaue. Gleichzeitig. So. So, ich gehe, wie gesagt, erstmal ins Bett. Ach, Mensch, geh unter. Was soll ich denn machen jetzt? Kann er nicht ja dumm rumlaufen oder sowas. Ist ja eigentlich auch gut, dass wir hier gleich mal Rosen haben. Die kann ich gleich mal einsammeln. Ach, Schafe haben wir jetzt gar nicht mehr. Muss ich auch noch eine machen. So, so und so und dann gute Nacht. Jetzt endlich mal zum zweiten Mal schlafen und dann in der Freiheit. So. Und ihr seht, ich versuche hier die ganze Zeit die Erde hier ein bisschen anzupassen. Die Landschaft zumindest, weil, ach Mensch. Damit es nicht so ist wie sonst immer, weiß, dass man sich erst eine geeignete Stelle suchen muss. Und wir können ja eigentlich auch hier uns eine Existenz aufbauen und nicht irgendwo da hinten, damit wir auch im Haus gespawnt werden. Aber wir haben ja eh ein Bett, das ist, also von daher ist es eigentlich egal. So. Na, machen wir da auch Erde hin? Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es schön, mal wieder Musik zu hören hier. Und die Bäume zerpflücken sich natürlich wieder. Ich guck mal, haben die Äpfel? Nee, natürlich nicht. Hätten wir eine Bonustruhe anmachen können. Ah, das ist immer, naja. Komm, wir haben da eh schon die Pyramide gehabt. Da müssen wir nicht an eine Bonustruhe. Das ist dann immer nicht so. Das ist ein bisschen wie Cheaten eigentlich. Die Steine hier könnten wir eigentlich auch noch wegmachen. Mach ich aber alles später. Ich mache jetzt erstmal ein Haus für uns. Und zwar, wohin mache ich das mal? Auf die Höhe hier, gell? Na gut, das Gras kann man auch dann wegmachen. Baue ich ja dann eh die Erde ab innen drin. So, wie breit, wie lang? Hm? Das sind drei. Hier noch. Machen wir hier die Tür. Das sind vier. Dann machen wir hier auch nochmal zwei, drei, vier und hier die Wand. Wie lang? Also das Wichtigste ist ja natürlich erstmal die Tür, gell? Das ist ja keine Frage. So, natürlich ist ja noch was. Und vielleicht wird es ja auch so ein Bauernhaus, weißt du, dass du hier so reinkommst und dann hinten haben wir so Gatter oder so für die ganzen Tiere. So, ich mache aber jetzt erstmal hier die ganzen Samen weg, weil das stört mich schon ein bisschen. Wie viel haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5. Da wäre hier die Mitte, wenn wir jetzt hier die Wand machen. Ich habe ja keine Lust. So, wir machen einfach mal so, da haben wir hier die Mitte und dann
Ach, hier. So, du und du noch und dann sind wir zum Glück endlich mal fertig mit unserem Haus oder erstmal. Ach ja, wir brauchen ja noch Fenster. Aber vorne mache ich keine Fenster hin, das ist mir zu dumm. Dann mache ich dann hier so und so. Ganz normal. Vielleicht mache ich Bilder hin, Alter. Na gut, komm. Braucht man ja alles nicht. Aber hier hätte ich schon gerne Fenster. Fenster. Ach, Mensch. So, dann hier nochmal und... Gut, dann machen wir auf jeden Fall Fenster hin, wie gesagt. Und hier dann eben die Decke, gar wie immer. Machen wir mal so. Also drei jetzt Deckenhöhe reicht mir jetzt erstmal nicht wie im Hotel in der letzten Staffel 4. Und ich mache natürlich gerade auch Geld, das ist das Allerbeste hier. Und hier brauchen wir auch noch was. Die Koppels reichen nicht mehr ganz. Ich sehe schon. Na, da hinten kriegen wir sowieso noch ein bisschen was. Wartet erstmal ab hier, das wird schon. Und den noch da in der Mitte. Gut, also viel brauchen wir eigentlich nicht mehr. Hier von Boden brauchen wir noch ein bisschen was. So, dann nehme ich den erstmal hier mit, wie gesagt. So, ich hatte eigentlich auch mal vorgehabt, dass wir erstmal in die Pyramide ziehen, aber müssen wir dann am Ende eigentlich auch nicht, weil die Pyramide ist ja eh so ein Bauwerk, komm, da müssen wir nicht rein. Die können wir irgendwann schon mal mitnehmen, aber dann eben den ganzen Sandstein abbauen oder so, ich weiß es noch nicht. Oder zumindest erstmal die orangene Wolle. Aber wozu braucht man sowas eigentlich? Ich weiß es jetzt auch noch nicht. Ja, mal alles sehen, was wir damit machen. Vielleicht verbinden wir es auch irgendwie mit unseren Bauwerken. So, jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal fertig, das ist schon mal sicher. Sand haben wir ja auch schon gesammelt, aber das ist noch nicht allzu viel. Da haben wir jetzt nur noch 5 übrig, weil wir das andere in der Pyramide haben. Also das mit dem Fenster wird erstmal nichts. Und gefällt mir das, ich weiß es gar nicht. Erstmal überall was anbringen, Fackeln, das ist ja wichtig. Hier würde ich dann auch gerne Kiesweg machen oder so. Entweder mit einem oder mit drei finde ich immer besser. Ich mache schon mal weg hier. Hier wollen wir ja nicht unbedingt immer reinfallen, deswegen mache ich ja auch nochmal weg. So, der Rest kann eigentlich bleiben. So, dann machen wir natürlich noch Kieschen, wie gesagt. Und wo haben wir welchen? Ich würde gerne mal welchen abbauen schon. Haben wir hier in unserer Höhle welchen? Scheint auf jeden Fall auch sehr, sehr groß zu sein hier. Da unten will ich jetzt erstmal nicht hin, das Kies. Deswegen ist das schon besser. Und hier die Wasserquelle. Ach komm, machen wir sie weg. Braucht man eh nicht. Wozu braucht man Wasserquellen in Höhlen? Och, Gold. Mensch. Ist immer gut. Geht's ja noch weiter. Oh. Also ganz unbedingt will ich da vielleicht nicht hin.
Zumindest jetzt erstmal nicht. Erstmal mal die nötige Ausrüstung haben, gehen wir dahin. Scheint auf jeden Fall schon wieder Lava zu sein oder eine Mine. An eine Mine habe ich jetzt eigentlich auch keine Lust. Oh. Ach nee, Lava ist hier. Oh. Sind wir schon auf Redstone-Ebene. Und Diamanten haben wir auch schon wieder gefunden. Mensch. Und eine Mine haben wir auch gefunden. Vielleicht finden wir auch noch Melonen. Haben wir ein Glück, ey. Nur kein Glück hätten wir, wenn wir jetzt in Lava fallen. Mensch, die Geräusche von der Lava sind jetzt auch ein bisschen übertrieben, ne? Ja, genau das meine ich nämlich und das ist ja auch sehr gut. So, und ich wollte mir nur mal ein bisschen Kies holen und schon kriegt man ja wieder Diamanten ab und alles. Oh, das ist ja nicht schlecht, das will ich ja gar nicht sagen. Hm, machen wir noch was hier. Ja, da haben wir jetzt schon 8 Diamanten gefunden. Das wird uns kein Mensch glauben, in einer Dreiviertelstunde oder sowas. Schon so viel hier zu haben und gerade hat es mir das sehr geruckelt hier. Das ist mir nicht so recht. Nein! Mensch, das Gold ist verbrannt. Das gibt's doch nicht.